Und wenn wir so ein Jahr haben wie heuer, dann ist natürlich auch ein Sommerfrost da. Also ähnlich wie der Frost im Winter, führt der Sommerfrost dazu, dass die Böden extrem reißen. Und wer jetzt mal so auf die trockenen Grasbestände ging, die oberen 1, 2 Zentimeter, die kann man einfach relativ gut abreißen oder abkehren. Also der Boden ist eher zu locker und Sie können sich das so vorstellen, Sie haben ein Trinkgefäß, Sie stecken da einen Strohhalm rein und saugen da dran. Und ich bin jetzt ganz gemein, oberhalb der Kante, wo die Flüssigkeit ist, mache ich 1, 2 Löcher rein. Also dann ziehen und ziehen Sie an dem Röhrchen, aber Sie kriegen nur ganz, ganz wenig Flüssigkeit. Und so geht es auch den Pflanzenwurzeln. Wenn hier der Boden aufgrund der Trockenheit überlockert ist, also wir zu grobe Poren haben, dann ist natürlich auch so, dass einmal Wasser verdunstet, aber die Pflanzen haben ja keinen Gegenhalt mehr. Also die Pflanze ist ja nicht so, dass sie sich die Nährstoffe holt, sondern die steckt da ja drin und die macht einen Unterdruck und über diesen Unterdruck nimmt sie Nährstoffe und Wasser auf. Also es ist im Endeffekt nichts anderes wie ein Vakuum, das erzeugt wird. So, und wenn Sie bei der Melkanlage in dem Ansaugprozess Löcher in den Schläuchen haben, die das Vakuum erzeugen, dann kriegen Sie einfach nicht den notwendigen Unterdruck zum Melken. Und ähnlich ist es dann hier auf der Wiese. Und deswegen macht es durchaus Sinn, auch in so einem Jahr wie heuer mal im Sommer die Wiese zu walzen. Aber auch da bitte ganz langsam. Gut funktioniert es mit einer Güttlerwalze, weil sie ja so diesen Hufabdruck vom Schaf hat. Aber Sie kennen auch, wenn eine Schafherde über die Wiese rennt, dann ist sie umgepflügt. Also der Vorteil vom Schaf kommt ja, wenn das langsam geht, sodass der Schafdruck vom Huf unten auch an den Boden ankommt. So, und damit es gut funktioniert, muss es auch die Walze machen, aber nicht mit 8 km/h. Also so eine Faustregel ist pro 10 cm Walzendurchmesser 1 km/h schnell. Und Sie können ja Ihren Nachbarn jetzt, der daheim sitzt, mal ganz kurz so auf den Fuß treten oder Sie bleiben eine Sekunde auf seinem Fuß stehen. Und das ist, was ich damit meine, damit einfach der Druck unten an der Wiese ankommt. Ein Pflegeschnitt fördert natürlich den Wiederaustrieb. Gülle-Gärreste, die können wir damit auch mit so einem ganz leichten Striegelstrich mit Boden in Kontakt bringen, sodass auch der Umsatz schneller geht. Wir stoppen dadurch die Bestockung an. Und wir haben eben den großen Vorteil, durch den, dass wir das am Boden andrücken, funktioniert es. Und wer das feststellt, dass in manchen Trockenlagen, so in manchen Jahren hinter dem Gülle- und Gärrestfass, das Grünland wieder grün wird, das sind die Jahre, wo es Sinn macht, im Sommer zu walzen. Natürlich nicht in den Jahren, wo es hinter der Spur vom Gülle- und Gärrestfass gelb wird. Da wäre dann die Walze kontraproduktiv. Wenn es eher feuchter ist, dann macht es Sinn, dass man die Walze weglässt. Gerade wenn ich eine gemeine Rispe oder andere Arten ausstriegeln will, damit die einfach locker am Boden bleiben. Denn wir machen es im Ackerbau ja auch nicht anders. Wenn wir Ausfallgetreide bekämpfen wollen, ist ein bisschen feucht, dann suchen wir uns ein Gerät, das hinten leicht ist, wo nicht der ganze Druck auf der Walze sitzt, weil sonst schneiden wir das vorne ab. Dann haben wir den Erdballen und wir drücken das Ganze im Boden wieder fest. Und dann stellen wir fest, nach 3 Tagen, das wächst ja jetzt noch besser als vorher. Hängt einfach damit zusammen, wir haben Oberfläche geschaffen, kommt Luft hin, oxidieren Nährstoffe und wir drücken es wieder fest an. Das heißt, wenn der Unterdruck der Wurzel funktioniert, hat die natürlich auch mehr Nährstoffe zur Verfügung.